Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Über Instagram konntet ihr im Vorfeld darüber abstimmen, zu welchem Thema ihr ein neues Video haben wollt. Die meisten von euch wollten zu dem Thema der Bevölkerungsanteil der Armenier und die der Sunniten in Dersim. Bleibt dran und viel Spaß. Die meisten von euch haben sicherlich mal die Aussagen gehört, in Dersim haben früher sehr viele Armenier gelebt, oder Dersim ist zu 90% alevitisch. Doch inwiefern stimmen diese Aussagen? Das werden wir in diesem Video klären. Ich werde das Video in zwei Teilen aufteilen. Im ersten Teil geht es um den Armenieranteil in Dersim vor dem Völkermord im Jahr 1914. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie viele Sunniten heute in Dersim leben. Teil 1. Wie hoch war der Anteil der Armenier vor dem Völkermord in Dersim? Die Osmanen führten noch vor dem Völkermord an den Armenier im Jahre 1914 eine Volkszählung durch. Die Osmanen teilten die Bevölkerung in zwei Gruppen ein. Einmal in Muslime, zu denen auch die Aleviten zählten, und einmal in Nicht-Muslime, zu denen neben den Armeniern auch andere Christen wie Aramäer oder Griechen oder auch nichtchristliche Gruppen wie Juden und Jesiden zählten. In der Grafik, die wir gleich sehen werden, seht ihr die Sanjaks der sogenannten sechs Vilayet Sitte. Mit Vilayet Sitte sind die sechs Vilayets gemeint, die das armenische Siedlungsgebiet darstellen. Vorab, in dieser Tabelle ist Dersim zweimal aufgelistet. Einmal das offizielle Dersim, das Sanjak Dersim, das durch die Osmanen verwaltet worden ist und aus den Kasern Çemişgezek, Çar Sanjak, Ovacık, Hozat und Nazmir besteht. Da aber Çemişgezek und Çar Sanjak überwiegend von Türken und Christen bewohnt werden und in den Memoraden als türkisch und gehorsam beschrieben werden, habe ich diese Kasas entfernt und stattdessen Kusican, das ist der alte Name von Pünemir, das noch zu dieser Zeit an Sanjak Erzincan gebunden war, hinzugefügt. Quasi ist das zweite Dersim, das ich in der Tabelle als Zentral-Dersim beschrieben habe, die heutige Provinz Tunceli ohne Çemişgezek. Bestehen aus den zwei Stammeskonföderationen der Desimlo oder auch Desman und der Şıxhesen. Schaut euch mal in Ruhe die Tabelle mal an und die einzelnen Werte. Das Ergebnis zeigt, dass Zentral-Dersim die Region war in ganz Ostanatolien, in der am wenigsten Armenier gelebt haben. Quasi war Dersim überhaupt nicht Multikulti und war fast nur von Aleviten bewohnt gewesen. Musch und Van waren ca. 6-mal armenischer bzw. christlicher als Zentral-Dersim. Das Ergebnis, das wundert mich aber nicht. Früher haben auch sehr viele Armenier in Dersim gelebt, aber im Laufe der Zeit sind sie von den Aleviten geflüchtet. Das Problem ist, dass viele unserer Leute denken, dass Dersim eine friedliche Region war, wo alle Stämme miteinander in Einvernehmen lebten und friedlich mit ihren Nachbarn. Das stimmt aber überhaupt nicht. Denn in Dersim herrschte das Faustrecht. Jeder hat so viel Recht gehabt, wie er Gewalt hatte. Die Geschichte der Stämme Dersims ist geprägt von Stammesfehden und Plünderungen. Die meisten osmanischen Dokumenten aus den Archiven über die Dersimer handeln über ihre Raubzüge. Ein Dokument aus dem Jahr 1726 zum Beispiel zeigt, dass sich die Einwohner von Çar Sanjak über die Dersimer sich beschwert haben. In dem Dokument werden zusätzlich Soldaten angefordert, weil die Soldaten vor Ort nicht Herr der Lage werden konnten. Auch wird vermerkt, dass der Stamm Hasanlu an diesem Raubüberfall beteiligt war. Auch wird gelegentlich in diesen Dokumenten die Religionszugehörigkeit der Dersimer beschrieben, nämlich das Kızılbaşturm, die, Zitat, außerhalb der Scharia leben und die ersten drei Kalifen nicht anerkennen. Die Armenier, die als Christen kaum bewaffnet waren, keine Stammesstrukturen hatten und Handel und Ackerbau betrieben, war Zentral-Dersim somit eine existenzgefährdende Region. Deswegen haben die Armenier Zuflucht bei den Sunniten in Çemişgezek und Çar Sanjak gefunden, wo Recht und Ordnung herrschte. Somit sind wir mit Teil 1 fertig und machen weiter mit Teil 2. Teil 2. Wie hoch ist der Anteil der Sunniten in Dersim? In diesem Teil reden wir über den Sunnitenanteil in Dersim bzw. in der Provinz Tunceli. Stellen die Aleviten immer noch den überwiegenden Teil der Bevölkerung dar? Hierfür habe ich die Daten vom Einwohnermelderegister ausgewertet. Die Einteilung in Aleviten und Sunniten ist im Sinne von alevitischstämmig und sunnitischstämmig gemeint. Nur weil die Eltern Aleviten sind, heißt es noch lange nicht, dass das Kind auch ein Alevite ist.
Vielleicht ist es konvertiert oder ist sogar ein überzeugter Atheist. Da die Religionszugehörigkeit nicht im Detail erfasst wird, werde ich diese zu den Alevitischstämmigen oder zu den Sunnitischstämmigen, also beziehungsweise zu den Sunnitischstämmigen, dazu zählen. Da die Zahlen des Einwohnermelderegisters für das Jahr 2020 noch nicht veröffentlicht worden sind, beziehe ich mich hiermit auf das Jahr 2019. Wie ihr aus der Tabelle entnehmen könnt, betrug die Einwohnerzahl von Tunjele im Jahr 2019 84.660. Doch nicht alle von denen sind in Tunjele beheimatet. Es befinden sich auch unter denen Soldaten, Beamten und Studenten. Da in der türkischen Einwohnermelderegister nicht nur der aktuelle Wohnort, sondern auch die Heimat registriert wird, können wir dies aus den Daten entnehmen. Von den 84.660 Einwohnern gehören rund 61.304 zu den Einheimischen von Tunjele. Der Anteil der einheimischen Tunjele in Tunjele beträgt somit 72,4%. Wie viele von den 72,4% sind jetzt aber Aleviten? Denn wie wir wissen, ist Çemişgezek fast komplett sunnitisch. Auch in Petek gibt es eine erhebliche Anzahl an Sunniten. Vorab, die Ergebnisse, die ihr gleich sehen werdet, sind nur grobe Schätzungen. Da die Religionszugehörigkeit, wie schon erwähnt, nicht erfasst wird, können wir keine genauen Angaben dazu machen. Um die Angaben genau bestimmen zu können, habe ich mir die Masterarbeit von Ahmet Gültekin mit dem Titel Sunnite sein in Tunjele im Jahre 2007 durchgelesen. Er hat darin die konfessionelle Zusammensetzung der jeweiligen Landkreise untersucht. Demnach schätzt er den Anteil der Aleviten in Çemişgezek auf knapp 10%. In Petek hingegen beträgt das Verhältnis Aleviten-Sunniten in etwa 4 zu 3. Die restlichen Landkreise können wir komplett als alevitisch betrachten. In Hozat trifft man auf das ein oder andere sunnitische Dorf und auch Armenier gibt es in Dersim, aber deren Anzahl ist so niedrig, dass wir die auch weglassen können. Wie schon erwähnt, handelt es sich hierbei um grobe Schätzungen. Ich stütze mich jetzt hier nur auf die Studie von Ahmet Gültekin. Natürlich könnte man das etwas präziser machen, indem man die einzelnen Dörfer analysiert, aber die Arbeit ist hier ziemlich umfangreich. Ich denke mal, das wäre doch etwas vielleicht für einen Studenten, der eine Masterthesis vorbereitet zum Beispiel. Demzufolge werden von den 61.304 Einheimischen rund 17% sunnitisch und 83% alevitisch. Um jetzt nicht durcheinander zu kommen, machen wir eine kleine Zusammenfassung. Die Gesamtbevölkerung in Tunjele beträgt 84.660. 50.891 davon sind Aleviten. 10.414 davon sind Sunniten und die restlichen 23.356 sind die Nicht-Tunjele. Darin gehören unter anderem Soldaten, Beamten oder auch Studenten. Wenn man davon ausgeht, rein hypothetisch, dass alle Nicht-Einheimische, also diese 23.356 Sunniten sind, dann können wir die Zahl oder die Prozentualzahl der Aleviten bemessen an der Gesamtbevölkerung mit 60,1% wiedergeben. In Zahlen ausgedrückt, könnte jede 2,5. Person, die in Tunjele antrifft, ein Sunnite sein. Mag sein, dass es für den einen oder anderen anders vorkommt, aber man muss auch bedenken, dass in der Urlaubssaison oder in der Sommersaison besser gesagt, Tunjele aus aller Welt ihre Heimat besuchen und somit das Bevölkerungsverhältnis zu ihren Gunsten verändert. Aber ich muss hier auch sagen, dass unter den Nicht-Einheimischen sicherlich auch einige Aleviten dabei sind. Die meisten Nicht-Einheimischen kommen aus den Provinzen Elazığ und Diyarbakır und unter denen sind sicherlich einige Aleviten dabei. Folgende Zahlen aus der Statistik halte ich auch für sehr interessant. In der Türkei lebten im Jahr 2019 insgesamt 258.634 Tunjele-Stämmige. Die meisten von ihnen leben in Istanbul, İzmir und Elazığ. Also, wenn das nächste Mal jemand zu euch sagt, dass Dersim zu 90% aus Aleviten besteht, dann könnt ihr ihm sagen, dass dies nicht den Tatsachen entspricht. Somit sind wir am Ende unseres Videos angekommen. Ich hoffe, dass die Infos für euch interessant waren und dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video und lasst gerne ein Abo da.